Guten. Hi. Ich hab Hunger. Dann ist was. Vor allem, Aufnahme geht los. Geht's weg. Genauso verwirrt wie ihr. Baguette oder so. Hast du dich vorhin davon gegessen? Ja. So, ich dachte alles. Ja. Nice. Na dann. Schiebe das Baguette und Brötchen. Geil. Mein Brötchen finden. So, warte mal. Erstmal hier lang. Ich bin jetzt ein Milchbrötchen. Ich hab früher gegessen, aber irgendwann. Ich hab früher mal sehr gern gegessen. Am besten immer noch Butter. Ich bin voll doch wie so nie, aber naja. Also, so hab ich irgendwann nicht mehr gegessen, glaube ich, weil ich ihn nicht mehr so geil fand. Oh, Artefakt. Nett. Oh, die habe ich sogar. PSI-Kamera. Ist das Alter für PS3? Wahrscheinlich. Gruselig. Wow. Nett. Entschuldigung, ich leider, dass du von deinem Bett ist, aber das ist echt geil. Hä? Entschuldigung, leider, dass du von deinem Bett ist, aber das ist echt geil. Du, gönn dir. Alles. Wie gesagt, so ein Ding da kostet quasi umgerechnet, weiß ich nicht, 1 Euro. Ja, aber das ist noch eine Arbeit, die du eingesteckt hast. Ja, unendlich. Hm? Unendlich viel Arbeit. So anstrengend. Merkt man. Nee. So, bereit für die nächste Anspielung, die ich nicht verstehe, glaube ich. Art Academy, ne. Noch eine Anspielung? Ja, keine Ahnung, ich wollte gerade lang im Zimmer stecken schauen, aber nee, das würde ein bisschen anders sein. Oder mit der, ne? Ja, noch vom Graffiti machen, aber keine Ahnung, vielleicht irgendwie was mit Malen. Run to Life, Okami, ne. Keine Ahnung. Hi. Hi. Ich sterbe mal, wenn du da bist. Das ist deine Schuld. Na, guck mal, jetzt läuft's viel besser. Ah! Gemütlich da hinten? Nö. Gut. So, Puzzle gesnackt. Nächste Anspielung gefunden. Das ist offensichtlich, Windbreaker. Ja. Hätte ich auch noch bauen, ne? Ja. Mit Boiler. Ich hab den Namen vergessen. Loki. Ich bin Loki, genau. Vor allem ist der neue Kratos, gefällt mir nicht. Haben wir noch was? Sieht nach einem Artefakt aus, ein fettes Ding. Jo. Schon das zweite nächste Artefakt, verrückt. Der schlimmste Controller der Welt. Richtig 6 ist. Geh mal auf die Rückseite kurz. Oder ist auch DualShock 3. Geh mal hier mal auf die Rückseite. Richtig 6 ist. Es gibt ja Controller, die haben nur 6 Axis und dann gibt es halt die neueren, die sind halt DualShock 3 / 6 Axis. Mhm. Aber vor allem Violet. Und der müsste auch schon so einen Reset-Knopf eingetan hinten. Ja, da. Ja. Mhm. Tut mir übrigens nicht leid, dass ich gerade esse. Ja. Ich habe 2 Puzzleteile und 2 Artefakte. So, ich weiß auch nicht, was das hier sein soll. The Blob. Nee, eigentlich nicht, oder? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Der ist der weltliche Einzelteil. Katamari, ich hab keine Ahnung. Alles Katamari, ja, im Zweifel. Ja. So, hol ich mal das Puzzleteil, was ich übersehen habe. Das ist gerade drin. War das der Rest im Ding? Ja, sowas. Vor allem hier war ich halt. Ist hier irgendwas? Nee. Das habe ich nicht gesehen. Ich voll Idiot. Guck mal, er fährt wirklich die Blüten
Dinger. Ist eine Anspielung auf das Yoshi-Minispiel in Mario 3D DS. Aber die wachsen aber nach irgendwann, ab der Hälfte. Und? Blub. Danke. Das ist also das nächste Gen, wovon alle reden. PlayStation-Controller liege übrigens. Nice. Natürlich. So, letzte Puzzleteil kralle ich mir auch mal schnell. Das hab ich selber gefunden. Wieder tot. Kleines Gebiet, haben wir jetzt alles Geld verloren? Wahrscheinlich. Naja. So ein Scheiße, ne? Hi Clemens! Alter Clemens! Oh, ich wollte gerade was in den Chat schreiben, das hat funktioniert. Hat das hier noch nicht, weil ihr am Strand seid. Ja. Uiuiui. Wie geht's dir, Clemens? Bist du bereit für Ostern, für Pfingsten? Ostern. Pfingsten, let's go. So ein neuer Bereich? Nö. Noch kein neuer Bereich hier. Ich bin erschüttert. Naja, hier mal eben zur Trophäe holen. Schade, alle. Na, die Scheiße geschmeckt. Einmal eine Trophäe holen hier. Hui. Blob, dafür gab's eine Trophäe. Lump. Nach Pfingsten. Einfach nur Cola. Einfach nur Cola. Aber die war ein bisschen bitter, aber eigentlich besser zu süß. Die Limo. Nee. Okay. Ja, war ein bisschen. Guarana-Extrakt. Ich gerade von Sprachen. Alter! Warte. Kann ich irgendwie fahren? Nee. Gewürzextrakt. Naja, so, keine Ahnung, ist halt. Nicht ganz eine Cola eigentlich, glaube ich. Keine Ahnung, aber geil. Nicht ganz eine halbe Cola. Bip, bip. So, wie weit alles? Mach ich besser so, jetzt habe ich Wasser. Das ist eh besser. Naja. Das ist ein Anspiel auf Paper Mario. Auf jeden Fall. Oh, keine Kuchen mehr, Torte. Gruselig. Was ist das? Was ist das? Wahrscheinlich Fat Princess, ne? Die, ja, stimmt. Die komische ID hier immer. Hab ich tatsächlich, glaube ich, also ist, ich glaub, das war auch nur online, ne? So Multiplayer-Ding, ne? Hat keine ich, Ahnung. Hab ich auf der PS3 gespielt, auf jeden Fall. Gab's doch noch auf PS3? Ich glaube nur da, PSP, keine Ahnung. Ich hab dafür. Oh, kann gut sein, ich hab gar keine Ahnung. Ich hab PS3 mal Multiplayer, glaube ich, gespielt. Ich hab's mal Multiplayer gespielt, war gar nicht nett, glaube ich. Ich kenn ja wirklich nur von PlayStation Rosters. So, wann machen wir jetzt eigentlich alles? Ja, ne? Naja, im ersten Level. Wenn ich hier nochmal verkacke, das sollte schlimm sein. So, nächster Anzug. Oh. Den Anzug finde ich am stressigsten. Ich hab einfach da geduft. Hey. Das klingt wild, das sieht wild aus. Geil. Immer viel einschätzen, wie ich hier springen muss. Ich habe einen Speedrun Spoiler, bin ich hier wahnsinnig geworden. Also nicht wahnsinnig, aber. Du bist schon wahnsinnig. Richtig. Warte mal. Den hören. Ich habe Dinge gesehen, die nicht existieren. Vogelflöte. Na, habt ihr Spaß? Sehr viel. endlich meldet sich Nightbot mal wieder. Stimmt, wenn sie auch nur, wenn. Ja, stimmt, wenn halt eine gewisse. Hat auch keinen Bock. Wenn da gewisse Anzahl Nachrichten halt gekommen sind. Hey! Oh, Scheiße. Tot. Wäre mir auch passiert. Zu Tode gefroren. Würde mit dem BOTW auch passieren, wenn ich immer nackt rumlaufe. Ist ein Punkt. Hier. Und ein neuer Puzzleteil. Neues Puzzleteil. Der Teil. Drei, ne? Aber noch keinen Arte. Noch keine Arte-Doku gefunden. Nee. Da unten? Ne, das ist einfach nur. Bleib mal in der Mediathek gucken. Ha! Ohne viele Puzzleteile. Alle Puzzleteile. Meine ist gut, aber. Beunruhigend halt auch. Ja, okay, da oben auf jeden Fall. Komm da oben. Genau. Ja, da wird das sein.
Okay. Alter, einfach eine Waffe. Das ist Special PS1. Der Resistant. Ich hab keine Ahnung. Guck mal, sogar Buttons. Oh, guck mal, die drücken sich sogar, wenn ich die drücke. Okay. Schreiben auf Stick und Like einfach. Nachladen. Die typischen Nachladetasten. Ah! Wer entschautet? Reich nachladen. Guck mal, ob sie das erste war. Ah, wahrscheinlich, aber. Na gut. Da oben ist ein zweiter. Irgendwo. Das haben wir noch lange. Ein bisschen Geld wäre ja schon nicht verkehrt. Da oben vielleicht? Ne, da bekommen wir gleich hin auf jeden Fall, oder? Mal gucken. Wahrscheinlich. Na, warte mal hier. Aha. Ja, da oben rauf. Ah. Aha. So. Na, ist der kurze Abschnitt hier bei der PS3. Du meinst ja, dass PS3 am kürzesten ist, ne? Ja, ich glaube. Wann, wie dumm oder gut man ist. Ja, aber das Werk hat schon gerade mit einer, gerade die erste Folge, also eine Folge hier drin und wir sind fast durch. Das ist ja schon der dritte Abschnitt, ne? Oder das zweite, okay. Aber trotzdem, schneller, auf jeden Fall. Aber ja, das ja, haben die schon eingereicht, dass sie manchmal sehr dumm ist. Genau dieser Abschnitt. Dude Raider, was auch immer. Erstmal Raiden. Das könnte was cool sein. Na doch, hat ja alles, ne? Ja. Mach den PS3-Abschnitt einfach komplett allein. Nee. Aha. Metal Gear. 1. Solid State ist es natürlich. Natürlich. Sehr solider. Er wirft. Wenn die Solid-Anspielung aus Assassin's Creed Brotherhood kennst, ja, wobei ich in Assassin's Creed Brotherhood kann, glaube ich, auch Reiten spielen als Charakter. Was? Ich glaube, es ist Reiten. Ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich den gespielt habe, bevor ich so besser gehen kann, aber doppelt vor Reiten. Den man als Skin spielen kann. Würde halt generell zur Metal Gears Anspielung passen, die es ja auch schon gibt im Spiel mit der Kiste. Und wo Leonardo Ezio zuflüstert, zupfeift. Und geht da rein. So, jetzt wird's cool. Mann, ist das kalt. Wee. Das, was bei meiner alten PSP wohl nicht so gut funktioniert hat, keine Ahnung. Aber er hat nach Ablauf eine Garantie, man kennt's. Oh, ein Bruderteil. Einfach Andale. Kaputt gemacht, sollen das. Ist das eine Crash of Sanity hier? Fisch. Die letzten Jahre liefen nicht sehr gut. Der Sound des Cord hat nicht so funktioniert, wie wir erhofft hatten und. Fisch. Stell dir vor, deine Finger riecht nach Huna. Da ist was drin. So, was haben wir hier für das? Oh nein. PS Move Navigationscontroller. Interessant, also ein Nunchuck zum PS Move Ding? Oder was? Keine Ahnung. Ist ja nicht der Move Controller. Naja. War so ein Zusatz. Für die zweite Hand halt, keine Ahnung. Wünsche, wer es bei Händen hat. Wer PlayStation Move hat, weird. Du hast dir die Move durch von Heavy Rain geholt. Ja. Die einzige Möglichkeit heutzutage. Tabarado hat zu spielen. Hier, das ist glaube ich, ne, Dings hier. Until Dawn. Wie viele sind denn das? 8 Leute, ja doch. Irgendeiner gab es noch mit so einer Mütze, glaube ich. Einer hat eine Axt. Warum auch immer. Ja, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber es sind 8 Leute, einer mit einer Brille. Ja, dort könnte Until Dawn sein. Aber keine Ahnung, das ist halt mir ein bisschen zu. Keine Ahnung. Unspezifisch. Mehrere Wege. Rechts Checkpoint. Ja. Und links sind die Tasten. Über die Tasten, das Tasteneis. Cool, Tasteneis. Ergänzt. Oh, hi, da ist jemand gerettet. Das zweite Artefakt, hey. Bot-Art, ja, das ist Uncharted auf jeden Fall, Uncharted 2. Einfach der beste Teil. Was ist Uncharted 2? Ja doch, muss Uncharted 2 sein. Da war doch kein Masterplan, aber ist Uncharted 2. Unspitzfetisch, da habe ich verstanden. Natürlich hast du es verstanden, aber das ist auf jeden Fall Uncharted 2. Weil es der beste Teil. Und den Dank noch die ein. Blue, Ja, Blue, ey.
Der erste Blu-ray-Player als Konsole. Ich schock's einfach immer hinten dran. Immer. PS3 ist einfach besser als Xbox 360, weil Blu-ray. Ja. Punkt. Und exklusiv diese. Das wäre absolut keine Blu-ray. Und umsonst Multiplayer spielen. Also bei der PS3, ja. Ja. Und bei Xbox halt, dann muss man brauchen dann schon Xbox Live. Also Xbox Gold. Was ist jetzt schon alles? Oder ist das der dritte erst, wenn überhaupt? Ab dafür ist es schon gar nicht mehr so lang. PS3. Ich sag ja, so ein Fuß, als es gibt die PS3 nicht. Abschnitt hier am kürzesten. Freue mich schon, wenn sie demnächst dann die. Meinst du, irgendwann fängt Sony an, die nächste Konsole einfach noch PlayStation zu nennen? Ohne Zahl. PlayStation 63 10. Okay, 2. Okay, noch 2. Ah, ja, krass. 2 Puzzlos noch. Eins sehe ich. Ich auch. Ah. Wenn der zweite Gameplay-Abschnitt kommt, Gameplay. Ich gucke Filme immer auf Greenplay wegen der ökologischen Nachhaltigkeit. Danke, Clemens, dass du an die Umwelt denkst und an unsere Mitwelt denkst. Der Begriff Umwelt ist immer so ein bisschen, ja, ich schieb jetzt die Welt um mich herum, die kann weg. Aber in die Mitwelt, die ich jetzt teil bin, ist doch viel schöner. Ich habe übrigens immer noch eine Discord-Benachrichtigung. Die werde ich jetzt laut vorlesen. Das große PS5-Debüt mit Astros Playroom und Templar Assassin 689. Noch hat die keine Reaktion aufgegeben. Kriegst jetzt hier dieses Fubo Wolf. Was bist du? Achso, du bist das. Wind. Das ist eine Anspielung auf Rayman Revolution. Wer ist dieser Nachhaltigkeit? Man weiß es nicht. Man munkelt, es ist der Bruder der Vorhaltigkeit. Vorhalten. Ja, einfach Leute das Vorhalten, man kennt es. Mann, man twillt. Einfach gestorben, der Fesenjunge, man kennt es. Wie geht's dir, Lukas? Bist du bereit für Pfingsten? Falscher Defi, seit paar Tagen. Hallo, Lukas. Hallo, Clemens. Hallo, Lukas. Lukas ist nur einmal im Jahr. Was passiert dann? Er ist nur einmal im Jahr. Oh. Ja, gut, halt. Mit Schmerz. Autschi, ouch. Haben wir den Puzzleteil, but at what cost? Was passiert an Pfingsten? Weiß ich nicht. Was ist an Pfingsten passiert? Ich hab keine Ahnung. Das ist die nächste gute Frage. Jesus ist, weiß ich nicht. Jesus ist gegangen. Der Himmelfahrt kam auch nochmal wieder und hat uns geguckt. Dann bin ich bereit. Ja, das ist gut. Leute wegspringen. Wolltest du? Nutz auf eine neue rote Gardekone, ja, jetzt am besten. Gute Idee. Oh, so. Das wird offensichtlich sein. Ah, das ist Resident Evil. Mhm. Da kenne ich an Jill. Okay, und dann, okay, an Chris auch. Und der Tür. Ja, die Tür auch, weil ich hab grad die Kleidung gesagt. Und dem T-Virus hier. Der Ehemann von Lea Poggers. Die gute Lea Poggers. Man kennt sie. Lea mit Haar ist auch übrigens sehr gut. Du meinst der Ehrenmann. So, wir haben alle so weit gesammelt. Was ist das denn für eine schöne Anspielung? Das ist. Das ist die ich erkannt habe, dank eines Adventskalenders. Jetzt glaube ich von hier PlayStation VR Worlds. Wo man jetzt auch irgendwie so Unterwasser-Ding. Ja. Gesehen. Ich glaube, das ist das. Wo auch irgendwie so ein Käfig ist. Was man da macht, habe ich vergessen, aber macht ja nichts. So, schon der letzte Abschnitt. Eigentlich musst du den Pain auch noch. Den Pain. Nee, die Folge ist halt gleich vorbei, also da ist doch alles gut. Drei Stunden darfst du durchmachen, das habe ich da jetzt schon genützlich ausgeköpft. Ich möchte jede einzelne. Ich glaube, dafür bist du so schnell. Ja? Keine Ahnung. Ja, also dieses Tutorial macht doch jetzt mal. Tutorial hat keinen Bock mehr. Wieder runter.
Ah, das war gut. Ja, dann. Ich bringe so ein bisschen in der Gegend rum. Bis zum nächsten Mal. Was ist das hier? Oh, scheiße. Tschüss. Ah.